So, weiter geht's heute mit dem Qualifying. Los geht's hier aus Singapur. Schauen wir mal, ob wir hier heute was gebacken bekommen oder überhaupt dieses Rennwochenende noch irgendwas mitgenommen bekommen. So. Auto mal mitnehmen, beziehungsweise die Autoeinstellung mal ändern kurz. So, jetzt. Ich drehe mal ein bisschen am Rad, ab und zu runter. Wenn du spezifische Informationen oder bestimmte Änderungen zum Auto während einem Pitstop möchtest, kannst du mir sagen, was du über das Radio willst. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. So, let's go. Radio is active. Cycle through. Okay, passt soweit. Auch die Benzinmenge ist diesmal angepasst, nur halt. Ja, dann schauen wir mal, wie sie ja was am Ende rauskam. Wie gesagt, die Trainings waren natürlich alle andere als angesprochen. Platz 11, Platz 18 und Platz 22 sind die momentanen Ergebnisse. Und, ja, schauen wir einfach mal, wie gesagt, wie es wird. Ich denke, wir fahren jetzt so die Saison, wie es jetzt irgendwie möglich ist, erfolgreich wie möglich zu Ende. Und dann blicke ich im Hinblick auf die neue Saison und dann gucken wir mal, ob wir dann mit dem neuen Teamkollegen hier ein bisschen was mehr auf die Reihe bekommen oder mit dem neuen Auto dann später auch bezüglich der ganzen Entwicklung. Wobei das trotzdem eine halbwegs bisher erfolgreiche Saison war. Wir haben ja jetzt ein oder andere Rennen gewonnen und ein Podium geholt. Und dann in Vietnam, Niederlande, Baku, dann auch die Rennen in Kanada, Ungarn gewonnen, Italien gewonnen. Ja, mal gucken, wie gesagt, was am Ende noch rauskommt. Hier wird es wahrscheinlich nicht viel werden, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, was das Hinblick auf die neue, auf das Qualifying bringt. Aber ich sage es nur, das ist erstmal ein bisschen zu wenig übrig. Aber wie gesagt, der Samstag ist ein ganz anderer Tag, es sind ganz andere Bedingungen. Mal gucken. Und wir müssen sehen, wie es geht. Und versuchen wir es hoffentlich im Rennen nach halbwegs erfolgreich nach Hause zu fahren. Schauen wir mal ein bisschen was auf den gerade. Mal gucken, was jetzt am Ende noch die Zwischenzeiten bringen. Charles Leclerc. 1:38,9. 38,6. Valtteri Bottas. Und da haben wir schon mal ein Gradmesser.
Und ich schiebe unter 4. Jetzt 46, okay. Ja, wir schieben. Ja, sagen, mithalten ist keine Chance da. In 10-2 Sekunden fast auf die Mercedes vorne. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Wir stehen momentan knapp vor unserem Teamkollegen und hinter George Russell. Also ich glaube, was die Hoffnungen sind gerade so ein bisschen sehr eingestampft worden. Mal nur 12,5 Minütchen. Zwischenzeit momentan auf 8. Also auf 8 momentan, das ist, na, wie gesagt, alles andere als gut. So far, our fastest lap is a 1:40.6. We're 21st in the speed trap, 311.8 kilometers per hour. So. Platz 10 sind wir jetzt gerade, also ich muss da halten. Wir müssen noch mal gucken, ob wir rausfahren. Wir haben ja noch einen Zerstreifen. All personnel be aware, we have a car leaving. So. Ein bisschen aufpassen, bloß nicht zu nah hinten an die Wand mit dem Arsch. Und am Ende ist es momentan nur Platz 14. Ich habe jetzt natürlich nicht viel Zeit geguckt. Fahrer vor mir. Russell is ahead of you. Their best lap time is a 1:40.6. Ziemlich auf Augenhöhe mit George Russell momentan. Ja, wie gesagt, mal gucken. Das ist halt Finale am Ende der Saison auf dem Fahrermarkt zur Verfügung. Ist sehr gut. Der Platz bei von Kenny ist frei. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, dass Mick zu Alpha wechselt. Und wir uns auch mal einen neuen Fahrer holen können. Naja, einfach mal schauen, wie es jetzt wird. So, Lewis Hamilton momentan mit 38,4 gefahren, der jetzt auf 16 ist, rutscht. Aber gut, der jetzt auf die 1 geht und wir auf 16 rutschen.
Wir haben noch 8 Minuten 30. Also die Runde muss ich noch setzen. Also den Versuch werde ich noch setzen. Und dann habe ich noch mindestens einen, um vielleicht immer zu kontern. Vielleicht können wir hier nochmal einen Sieg holen. Halt, was halt Sieg? Gute Punkte mitnehmen. So, aber gucken, was wird. So. Sieg werden es hier wahrscheinlich nicht wirklich sein, aber schauen wir mal, was da rauskommt. We've only got 2 laps of fuel left. Bam, Junge. Auf 7. So, ich schiebe jetzt gerade mal das Auto da, was da jetzt gerade rauskommt noch. Halt mir vor, das ist nämlich momentan der 11. Platz, der letzte Monocon. Der jetzt schon zu unserem zweiten Besuch geht. Wir versuchen es natürlich nochmal zu kontern, aber die Zeit ist gar nicht so schlecht. 1:39 hatte. Damit stehen wir zumindest mal gut dabei. Das war doch die guten nach den Rätseln. Aber wieder, das sind noch 6 Minuten, es ist noch Zeit. Fahrer vor mir. Ricardo is ahead of you. Their best lap time is a 1:39.1. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Glück, den Fashion Ricciardo noch kassiert. Aber wir haben ja noch einen zweiten Versuch. Wir haben ja noch einen dritten Versuch. Wir haben ja schon zwei weg. Das muss man jetzt auch. Das war ein bisschen zu fix gerade. Glück gehabt, dass wir da nicht irgendwo eingeschlagen sind, weil ich war über den kriegst du die Kurve noch. War ja schon am Einlenken nach links und dachte mir, nee, den kriegst du nicht mehr. Ab in die Auslaufzone, das war gar nicht mal so. Puh, knapp. So, wir fahren mal rein in die Box, wir holen mal eben. So, also gehen wir nochmal durch. Ich habe noch ein paar Minuten. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine Chance, vielleicht nochmal zu setzen.
So, und jetzt gehen wir nochmal raus auf die Strecke. When you're ready, let's go. Klar, da gehen jetzt einige raus. Sieht aus wie ein Ferrari und ein Racing Point. Vor uns ein Racing Point. Ich ziehe jetzt erstmal da vorbei, um die Lücke da aufzukriegen. Klar, ich falle natürlich ein bisschen bewusst auf den Mager. Also das muss ich keiner hochstellen. Vor uns ist noch ein Alpha Tauri. Ich weiß nur nicht welcher gerade von den beiden. Das Gasly oder Kwiat jetzt ist. Kwiat, den wir ja so gerade geholt haben. Ich habe mal gerade ein bisschen. Wir versuchen es natürlich. Vielleicht haben wir eine Chance, ja noch ein Plätzchen mehr mit gut zu machen. Die Tage sind wir ja von Platz 7 gestartet oder 6 gestartet. Das machen wir das Rennen ja geholt. Aber das wird in Singapur nochmal eine Ecke anders werden. Das sehen wir dann morgen. Just 30 seconds left in the session. Zweiter. Okay, so viel zum Thema Zweiter. Es war nämlich zwischendurch mal P2 und dann haben sie sich doch mal alle verbessert. Schade, es war eine Hoffnung da. Es war zwischendurch mal Platz 2, aber wie gesagt, die sind dann alle immer schneller geworden wahrscheinlich. So war ich das jetzt richtig gesehen habe. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Hamilton und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, ich hatte mich vorher 1:39.1, glaube ich, gefahren. Und die hätte uns tatsächlich nur irgendwo bei Platz 11 rumgemacht. Aber es ist 7. Und damit haben wir nochmal ein Statement gesetzt. Und trotzdem ohne den kaputten Frontflügel wäre es vielleicht sogar noch 1, 2 Plätze da vorne gewesen. Aber was kommt am Ende mit Final mit den Strafen raus? Erstmal nehmen wir Platz 7 mit. Wie gesagt, zwischendurch stand sogar Platz 2 mal da oben. Und das wäre natürlich ein dickes Ding gewesen, weil dann hätten wir sogar eine Chance gehabt, das Ding nach Hause zu holen. Aber naja, mal gucken, wie der Start läuft. Mal schauen, wie der Start läuft.
So, okay. So. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier alles wieder sich zurechtgeladen hat. Das kennt er ja mittlerweile. Jetzt. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So, 15 Runden sind es. Na, mal gucken, was am Ende rauskommt. Gut, damit ist auch mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2020 und dann geht's weiter mit dem Rennen aus Singapur, wo wir von Platz 7 statt jetzt zu starten. Es kann nämlich auch sein, dass wir nochmal einen Schritt, dass wir nochmal ein paar Positionen weiter vorne starten, nicht die ganzen Strafen. Naja, bis dahin und tschüss.